Wir spielen nach langer Zeit mal wieder Teardown. Ich habe die Story gespielt, die gibt es auch schon als Video auf meinem Kanal. Es ist allerdings schon 3 Jahre her und jetzt wurde das Spiel endlich mal angekündigt bei der PlayStation Showcase. Und ich dachte, wir schauen doch mal rein. Ich lade mir eine Stadt ein mit einem sehr dünnen Gebäude. Und wir haben ganz viele tolle Sachen. Ich habe mir natürlich gedacht, okay, die Story kenne ich schon. Ich werde es nicht normal spielen. Ich werde mir Mods runterladen, sowas wie Lava. Ich habe die Innereien vom Gebäude erstmal weggelassen, weil man kann wirklich alles machen, alles kaputt machen. Und ich wollte meinen PC noch nicht sterben haben lassen. Ich habe eine Physikgun. Kann ich damit irgendwas anheben? Hallo? Okay, damit kann ich anscheinend nur Dinge, die schon kaputt sind, anheben und nicht fest sind. Und ich habe hier so ein Katana, das ist ein bisschen vielleicht minimal kaputt. Weil wenn ich sage, okay, ich will das Gebäude nicht mehr, dann kann ich das einfach so zerschneiden. Und dann denkt sich das Game, oh cool, schau mal. Und stellt euch jetzt vor, da wären überall Sachen drin, wie das laggen würde. Und so schaut die Stadt doch schon viel schöner aus. Ich will mal das so. Dankeschön. Okay. 2 FPS, bitte nicht zu weit gehen. Man muss immer nur kurz warten, bis sich das Spiel wieder fängt. Und wir schauen uns mal an, was passiert ist mit den Dinosauriern damals, als die Maxis noch neu waren. Und die Nuke kam. Und ihr wisst doch bestimmt noch, wie die Dinosaurier damals ausgestorben sind. Und zwar durch einen Meteor. Tja, der Meteor war anscheinend doch nicht stark genug. Nicht der. Außer es kommen natürlich mehrere. Ich habe das Gefühl, dass der Dino tot ist. Spider-Man, nein! Ah! Ich habe einen Rocket Booster. Tschüss, Spider-Man! Du bist so toll, fast. Wolltet ihr nicht schon immer wissen, was passiert, wenn auf eine Stadt ein Meteorit kommt? Oder 3 hintereinander? Also fast gar nichts. Das Haus steht noch. Eine Schockwelle gibt es nicht. Also da hätte ich echt mehr von euch erwartet. Viel besser. Ich habe Angst. Mein PC hat auch Angst. Sehr viel Angst. Airstrike. Wait, ich kann den steuern. Cool. Ich spiele einfach COD. Warum gibt es keinen Multiplayer? Ganz ehrlich. Mega Gun. Ah. Die ist ja wirklich OP Mega. Was macht die? Was schießt man da? Ich kann bei der Nuke die Shockwave unten links erhöhen. Radius und Stärke. Ich mach die mal links hin. Darauf. Der PC stirbt jetzt schon. Es ist die kleinste Nuke der Welt. Sieht man es von hier oben besser? Oh, da sieht man den Pilz. Man sieht nur nichts mehr anderes. Also außer die 2 FPS, die das Spiel noch hat. Warum kann ich mit der Mini-Nuke schießen? Sind so die Mini-Mini-Nukes einfach. Okay, diesmal haben wir eine Brücke. Ich dachte, okay, ich werde mal hier hochfliegen und mal schauen, wenn wir einen Nuke machen. Mit K und L kann ich es höher machen. Ist ja egal, ne? Ist ja nur mein PC. Und dann machen wir die Stärke ein bisschen, als ob die Stärke einer Nuke irgendwie noch interessant ist. Ich kann sie nicht im Wasser spawnen. Was zur Hölle machst du, Brücke? Hier hast du eine Nuke! Ich glaube, die Brücke ist kaputt. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich könnte doch die Brücke perfekt zerschneiden. Hey, es ist nichts passiert. Es ist eigentlich nur eine Sprungschanze. Schneide ich das noch ab?
Und das wird einfach gehalten von den Drahtseilen. Und lass mich raten, ich kann die Drahtseile gar nicht abmachen. Okay, dann will ich die Mitte bitte durchschneiden. Eigentlich kann man die immer noch befahren, bis auf den Teil. Was ist mit dem Teil los? Also ich müsste eigentlich nur die zwei Seiten hier zerschneiden. Und dann müsste es doch runterfallen. Hallo? Hallo, Physik? So vielleicht noch? Oh! Jetzt fliegst du aber! Es hat lange durchgehalten. Wie auch immer du hier hältst, ne? Wenn ich das jetzt mit der Lava-Gun einfach ein bisschen zerschneide. Hey, ab wann fällst du denn? Das Teil fällt sogar. Irgendwie schaut das nicht richtig aus. Danke. Ich wollte da drauf landen. Oh, die Nuke schaut einfach so schön aus. Sie geht auch noch so weit. Schaut einfach aus wie von den Avengers. Ich kann mehrere Schnitte machen. Mir tun die Avengers leid. Wenn sie zurück in das Haus müssen. Oh, ich mache sogar jeden einzelnen Schlag. Er ist immer noch nicht fertig. Schaut das nicht wunderschön aus? Wie gut das einfach alles ist. Sogar die Umgebung. Fahrstuhl, kann ich den noch rufen? Der funktioniert noch. Und hier ist die Welt noch heil. Sowas nennt man Kunst. Stell dir vor, du gehst so einfach und denkst dir nichts dabei. Auf einmal ist dann Feuer. Dann schaust du hoch und denkst, die Sonne! Es tut mir leid, ich habe keine Verwendung für dich, Herr Ferienhaus. Ich habe vielleicht zu viele gerufen. Was ist das für eine Map? Ganz normale Menschen überall. Und was passiert, wenn ich da reinrenne? Ich bin unter der Map. Ist in den Überraschungseiern eigentlich was drin? Da ist ein Spielzeug drin. Noch ein Kopf. Da ist ein Maxi mit langen Beinen. Ist voll die Lüge. Erstmal stürzen. Wir sind endlich in Star Wars. Ich habe meine Laserwaffe dabei. Lass mich hier raus. Will keinen Krieg mehr führen. Dankeschön. Oh. Ist der innen auch eingerichtet oder ist das nur das Äußere? Schon nur das Äußere zu machen. Ich will gar nicht wissen, wie lange das gedauert hat. Das Beste wäre ja wahrscheinlich eine Cross-Section, oder? Ich schneide den einfach mal so durch. Um zu sehen, was so drin ist. Tut mir leid, Millennium Falke. Aber du hängst ja eh noch fest. Ich will trotzdem nicht wissen, wie lange das gedauert hat. Ich finde das so schön, was hier gebaut wurde. Und dann komme ich und mache einfach alles kaputt, weil ich mir denke, ja. Ey, du gehst noch. Kopf muss ab. Oh, Iron Man ist ja auch voll OP. Ich kann mich nicht erinnern, dass Iron Man das jemals wirklich gemacht hat. Ihr kennt das wahrscheinlich, ihr seid irgendwo im All. Und da ist eine Tür, ihr kommt nicht durch. Aber was sollt ihr tun? Aber zum Glück kommt auf einmal ein Piano und macht den Weg kaputt. Los, macht die Tür auf. Ach, danke. Das passiert halt manchmal im All. Oder ein paar mehr. Ich kann das leider nicht flippen, es tut mir leid. Mach die Tür auf. Ey, die Tür geht auf. Da haben sich wohl genug Leute angestellt. Danke, Piano, dass du den Switch betätigt hast. Oh Gott, ist das ein Meteoritenschauer? Was ist das? Was höre ich da? Ah! Oh, es war doch keiner. Es war nur ein Piano-Regen. Ey, das Gebäude hält echt viel aus. Nicht die Pianos. Ich gehe mal hier aus dem Fenster raus, ne? Komme ich wieder zurück? Hallo? Ich hoffe, ich komme wieder zurück. Ich hoffe, ich komme nicht mehr zurück.
Ich glaube, mein PC kommt nicht mehr zurück. Ich meine, ich habe mir natürlich nur einen einfacheren Eingang gemacht. Das ist halt das Problem im All, ne? Meteoriten, so ein Meteoritenregen oder alles andere oder ein toter PC. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst es mich gerne wissen. Ich mache gerne viel, viel mehr. Und dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video.